Und wir sind wieder zurück. Und ja, ich werde einfach mal das hier schließen und einfach die Änderungen verwerfen, brauchen wir nicht mehr. So, jetzt kann es auch mal sein, dass wir irgendwelche Bilderchen haben, die wir wirklich bearbeiten möchten. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie wir diese in GIMP öffnen. Zum Beispiel gibt es einfach mal, ja, öffnen halt. Ne? Also öffnen ist ziemlich simpel. Ihr geht da drauf und könnt dann halt ja, bestimmte Sachen öffnen. Müsst aber bedenken, dass wenn ihr dies tut, ja, das dann direkt als Bild in genau der Größe, in der es halt ist, geöffnet wird. Wenn ihr allerdings das Bild wesentlich kleiner haben wollt, dann erstellt ihr zuerst ein ja, neues Bild, was ihr halt irgendwie haben wollt, genau die Größe, die ihr braucht. Und danach geht ihr auf als Ebene öffnen. Und da gehen wir hier drauf. Wir wollen das Haus haben. Und ihr seht schon, hier gibt es so ein kleines Problem. Das Haus ist natürlich wesentlich größer. Wir haben hier die Ebene. Die ist wirklich ziemlich groß. Muss ich hier mal noch ein bisschen ziehen. Und ihr seht hier langsam an den Rändern, hier, das ist das gesamte Hausbild. Das ist ziemlich groß. Und deswegen nehmen wir jetzt Skalieren. Skalieren ist auch ein sehr wichtiges Werkzeug. Und ja, man sollte nicht sofort ziehen, sondern erstmal. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Erstmal kurz draufdrücken. Wenn man kurz da drauf drückt, geht sofort dieses Skalierenfenster auf. Und ihr habt nun die Möglichkeit, entweder freihand oder halt durch die Eingabe von Pixeln die Größe zu bestimmen. Wir wissen, dass wir jetzt wirklich eine Größe von 600 zu 400 haben möchten. Deswegen richten wir das genauso ein, skalieren und irgendwas haut da nicht ganz hin. Ah, weil es die obere nicht erkannt hat. So, jetzt ist es genau die Größe, die es sein soll. Und jetzt können wir das Ganze ausrichten mit diesem Ausrichtungswerkzeug. Wir müssen hier ein bisschen Maßarbeit anlegen. Können das Ganze natürlich noch ein Stück vergrößern. Ja, okay, das war ein bisschen sehr groß. Hier seht ihr, ein Pixel ging daneben. Oben müsste es jetzt hinhauen und an der Seite scheint es auch hinzuhauen. Also können wir das so lassen und gehen wieder auf 100% zurück und haben unser Bild sinnvoll verkleinert und es ist trotzdem immer noch das gesamte Bild. So, jetzt wollen wir zum Beispiel von diesem Bild diesen wunderschönen Rotton haben. Tut mir leid. Und ja, wir haben natürlich jetzt hier diesen Rotton, aber stellt euch vor, ihr habt schon verschiedenste Bilder gemalt. Das sind immer die ja, Farben, die ihr zuletzt verwendet habt. Aber stellt euch vor, ihr hättet wirklich verschiedenste Bilder gemalt und wüsstet nicht mehr, was das hier für eine Farbe war. Da gibt es jetzt hier diese Pipette, das ist die Farbpipette, und da könnt ihr einfach draufdrücken und könnt sofort diese Farbe halt haben. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch. So könnt ihr halt wirklich Zugriff auf jede Farbe, die in irgendeinem Bild vorhanden ist, haben. Wenn ihr auch zum Beispiel einen wunderschönen Hintergrund auf dem Bildschirm habt und denkt euch, genau diese Farbe möchte ich haben, aber ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, dann schneidet mit Snipping Tool oder ähnlichem, das ist ja so Standard in Windows, einfach mal dieses Stückchen aus, wo die Farbe halt verwendet wurde, steckt es in GIMP rein und dann. Ja, nehmt einfach die Pipette und ihr kriegt diese wunderschöne Farbe, die ihr halt haben wolltet. So, das wäre das. Hier haben wir noch das Lasso. Das Lasso ist auch so, ja, man setzt halt einfach ganz normal Punkte, bis man am Endpunkt angekommen ist und hat dann eine Auswahl. Auch hier können wir wieder mit STRG und X zum Beispiel das Ganze auseinandernehmen und mit STRG und V zum Beispiel wieder zusammensetzen. Erstellen hier eine neue Ebene und können diese Ebene dann auch manipulieren. Und vergesst dabei auch nicht, wenn ihr noch was ausgewählt habt oder so, ihr könnt das auch jederzeit über Auswahl und nichts dann wieder abändern. Und jetzt haben wir hier mal so ein bisschen versetztes Bild. So. Und ja,
Das wäre auch wieder so ein sehr interessanter Punkt. Und wir haben natürlich auch noch dieses Werkzeug hier. Das ist einfach zum Füllen von irgendwelchen großen Flächen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas ausgewählt habt, könnt ihr damit auch ganz normal füllen. Ihr könnt es natürlich trotzdem auch weiterhin über Bearbeiten machen. Ich mache es gerne über Bearbeiten. Ich benutze das Werkzeug fast gar nicht. Und ja, wenn ihr es braucht, dann nutzt es einfach. Und hier haben wir noch verschiedene Perspektiven, Arten, Spiegeln oder so weit und so weiter. Wer es braucht, kann es gerne nutzen. Hier kann man zum Beispiel ganze Ebenen komplett spiegeln. Und drehen. Drehen ist auch noch sehr, sehr wichtig. Da könnt ihr das. Ah, hier ist es drüben aufgegangen. Da kommt hier so ein kleines Fenster. Und da könnt ihr auch die Gradzahl einstellen, wie sehr ihr es drehen möchtet. Auch ziemlich simpel. Einfach auf Rotieren drücken und schon funktioniert das. So. Das wäre es erstmal dazu. Und das sind jetzt schon so langsam eigentlich fast alle Werkzeuge, die sehr, sehr wichtig sind. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Dafür erstelle ich sogar nochmal ein neues Bildchen. Das geht dann hier extra so auf. Das hier einfach Änderungen verwerfen, braucht man nicht mehr. Dafür suchen wir uns eine schöne Farbe aus. So ein dunkleres Blau hier. Und noch eine schöne Hintergrundfarbe. Das wird dann ein eher helleres Blau. So, und wir ziehen das hier mal ein Stück groß. Und diese, ja, dieses Werkzeug, diesen Farbverlauf werden wir auch sehr, sehr häufig nutzen müssen. Einfach, weil es ziemlich praktisch ist und euch einiges an Arbeit für verschiedene Sachen erleichtert. So, ich habe jetzt hier einfach mal so einen Strich gezogen. Einfach halten und drücken. Halten und loslassen. Und ihr seht, je öfter ich das mache, es kommen hier immer wieder verschiedene Sachen raus. Natürlich sollte ich vielleicht mal noch eine dunklere Farbe nehmen, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. So, ja, genau so. Ihr könnt damit Farbverläufe erstellen. Ziemlich einfach sogar, ihr müsst wirklich einfach nur zielen und drücken. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch andersrum machen. Ihr könnt, also das, was ihr ansetzt, das ist immer die Hintergrundfarbe. Das, was ihr loslasst, das ist die Vordergrundfarbe. Wenn ich jetzt hier ansetze, ist hier das Dunkelblaue. Wenn ich hier loslasse, ist jetzt hier das Hellblaue. Das Ganze könnt ihr natürlich auch einfach hier über diesen Pfeil umdrehen. Und da ist es natürlich einfach andersrum. Das ist ziemlich simpel, ziemlich einfach. Und es gibt noch verschiedenste Arten, wie ihr dann halt die Farbverläufe machen könnt. Zum Beispiel bilinear. Bilinear ist auch was sehr, sehr Praktisches. Da könnt ihr halt so einen Farbverlauf von Hintergrundfarbe zu Vordergrundfarbe zu Hintergrundfarbe zum Beispiel machen. Dann gibt es noch die Alternative kreisförmig. Ist auch sehr schön manchmal. So. Da habt ihr dann so einen kreisförmigen Farbverlauf. Quadratisch. Der ist ein bisschen eigenartig. Ich weiß nicht, ob man den braucht. Dann gibt es noch konisch. Das ist halt wie so ein Kegel, auf den man so drauf guckt. Oder in den man reinguckt. Das könnt ihr selber entscheiden. Spiralförmig. Ist eigentlich auch ziemlich cool. Je kleiner man das macht, desto mehr Spiralen hat man. Das sieht zwar eher mehr nach irgend so einem LSD-Trip aus, aber ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja, wie gesagt, es gibt verschiedenste Sachen, die man damit machen kann. Und ihr müsst es einfach nur ein bisschen rumprobieren. Das meiste ist sowieso immer rumprobieren bei solchen Sachen. Und ja, ihr könnt damit viele schöne Sachen machen. Einen wichtigen Punkt, den habe ich vollkommen vergessen, nämlich den Pfade, das Pfadewerkzeug. Mit Pfaden kann man viel machen. Pfade sind ja aus der Vektorgrafik-Ebene, also Schiene. Wenn ihr dort halt damit arbeiten möchtet, dann empfehle ich euch, dann das nächste Tutorial anzugucken, denn ich werde dann euch nochmal erklären, wie man halt mit Faden umgeht. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr ganz 10 Minuten dauern. Und ja, ich werde euch vielleicht noch hier und da ein, zwei kleine Tricks zeigen, was man denn noch Schönes machen kann. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.